Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour bei mir auf dem Kanal. Wir sind in Woche Nummer 6. Die Florida Classics stehen an und es geht auf den Wetlands Golf and Country Club in Green Cove Springs, Florida. So, das wäre das nächste Turnier hier bei uns auf der PGA Tour und ich möchte mal ganz kurz nochmal hier in den Season 1 in den Kalender schauen, denn mir ist jetzt Folgendes aufgefallen, beziehungsweise das hatte ich gar nicht richtig realisiert. Für die nächste Woche gibt es 2 Turniere, das hat wohl den folgenden Grund: Wenn man sich nicht für die Bay Hill Club & Launch qualifizieren kann, dann kann man vermutlich die Lighthouse Open spielen, deswegen steht hier auch alternativ hinten dran und da gibt es auch für das Mitspielen keine Bedingungen. Aber wir sind ja für die Bay Hill, für die Arnold Palmer Invitational sind wir bereits qualifiziert. Und dann geht es ja auch schon rüber nach Pontevedra Beach. Yo, und zwar zu TPC Sawgrass, zur Players. Wir sind jetzt in Florida angekommen. Das ist das erste Turnier praktisch des Floridas Swings. Und dann halt eben die Bay Hill Club & Launch. Und danach The Players Championship. Also die nächsten Turniere werden wieder richtig interessant und spannend. Aber wir steigen jetzt ein hier. Woche Nummer 6 und wieder einmal mit Jordan Spieth dürfen wir, so wie es aussieht, in der Finalrunde spielen. Wir schauen mal ganz kurz ins Leaderboard, beziehungsweise er zeigt es uns auch hier. Oh, minus 10. Minus 10? Okay, dann würde ich doch sagen, legen wir los. Wir legen los. The Wetlands Golf & Country Club, Woche 6 auf der PGA Tour. EA Sports and the PGA Tour, so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. This afternoon, we're in the Sunshine State for live final round coverage of the Florida Classic. 18 holes, that's all we get to try and find a champion. It's a daunting task, but someone's gonna shoot the low round of the day and walk off with a title. As we look at the early leaderboard, Chad Ramey is your leader. He's come into this one on fire at 10 under par. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. So, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir den Platz schon gespielt haben. War der auf der Korn Ferry Tour mit dabei? Ich glaube es nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Es kann mal sein, dass ich irgendwann mal... Oh, nee, da hätte ich mich wohl dran erinnert. Hier an das Rough, direkt hier vor dem Abschlag. Okay, okay, okay. Wir schauen uns das Ganze mal an. Natürlich hat es hier in Florida die Sümpfe und natürlich hat es dadurch auch jede Menge Wasserhindernisse. Ja, ich bin dann mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Auch gleich zu Beginn mal ein Par 5 mit 660 Yards. Das ist ordentlich. Das ist sehr, sehr ordentlich und ich bin ja überrascht, dass man anscheinend hier minus 10 spielt. Okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen unser Bestes wohl heute geben, um ordentliche Ergebnisse zu spielen. Also der Abschlag ist erstmal ohne Bunkergefahr und der Wind kommt von links und der ist ordentlich. Der ist ordentlich, den merken wir. Also, ich wünsche uns ein schönes Spiel hier bei Woche 6 auf der PGA Tour. Ja, ich glaube, der startet gleich ein bisschen rechts, aber der ist Mitte Fairway, das passt soweit. Okay, sehr schön. Do just fine. A good start to this final round, safely in the fairway at one. So, Jordan Spieth als nächstes auf diesem Par 5. Er geht über links, ein bisschen weiter links. Oh ja, gerade so durch den Baum. Just what you want to start your day. That's in the fairway and a nice way to get out of the box. Ja, straight, okay. Ja, zieht es ein bisschen zum Wasser hin, aber das passt soweit. So, wir werden keine Chance haben, das Grün zu erreichen. Also werden wir hier den ganz geschmeidig mit unserem Hölzchen über links spielen. Ja, lieber ein bisschen mehr links.
Das sollte doch passen. Ja, da werden wir uns auf den Eisenschlag konzentrieren müssen, auf den Wedge-Schlag. 131 Yards für Jordan Spieth. Die Fahne steckt, glaube ich, links im Grün. Ah, links hinten. Ja, klar, super Spin-Kontrolle, ganz klar. So, 54er Wedge Approach. Das heißt, auch wir werden Spin haben. Über links. Ja, ja, okay. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich hoffe, dass da nicht wieder zu kurz. Der wird wieder zu kurz sein. Nee, komischerweise habe ich mit den... Boah, nee. Oh je, oh je. Needed maybe half a club more there. As it is, needs to get up and down to save par. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen Arbeit vor uns. Das geht ein bisschen nach oben, 2 Fuß sogar. Das ist interessant. Pitch 26. 26. Okay. Über die linke Seite. Und wir müssen da vorne, kommt eigentlich die Welle. Und da muss der hoch, ne? Ja, da machen wir ein bisschen mehr. Okay. Ja, der müsste doch da hochkommen. Ja, da ist die Welle und dann rollt er noch ein Stück und dann hoffe ich, dass wir mit dem Putt hier das Pärchen spielen. This is a tough hole today and just inside 10 feet after that short shot, so still working very hard to make par. So, das ist Level. Zum Glück wenig Break. Aber wir haben vorne etwas Break. Okay, das sollte dann so passen über links. Nee, oder? Der nimmt das Break überhaupt nicht an. Oh, das ist natürlich ein starker Anfang. Spieth spielt das Birdie, ich spiele das Bogey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. And he will definitely not say no to that. Okay, it's a bogey here at first. And he'll drop back to one over par. So, dann bin ich mal gespannt, wo wir jetzt liegen. Bestimmt irgendwas mit 100, oder? 89. Okay. On to the second hole, par 3 of 225 yards. Good hole, Frank. It certainly is, and the two bunkers, one left and one right, they remind you where not to go. But they don't really encroach on the green. So stay with a positive attitude on that tee and you'll find that green is plenty big enough. Ja, wir müssen schon schauen, dass wir auf jeden Fall so unter die Top 50 kommen, damit wir ein paar Punkte machen. Das muss das Ziel sein. Wir müssen nicht jedes Turnier gewinnen, aber wir müssen in die Punkte kommen. So, 199 Carry hat er geschlagen. Wind up smack dab in the middle of the green. Okay, Wind von links. Wind von links, aber es geht ein bisschen runter. Ein Hybrid. Wir werden eher ein Eisen 4 nehmen. Ein Eisen 4. Ja, ich glaube, wir haben eine kleine False Front, ne? Aber wir haben etwas Rückenwind. Okay, wir werden den etwas hoch anspielen. Ach, der nimmt die Kurve nicht an. Aber er kommt eventuell aufs Grün. Ja, okay, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Sit. That one safely on the putting surface. We welcome in Iona Steven. This a putt for birdie. And it's an inviting one, ever so slightly up the hill with just a hint of movement from left to right. Close. Couldn't ask for much more on that putt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir diesmal haben.
this putt. Also vorhin hat er ja wirklich gar nicht. Vorhin hat er ja wirklich gar nicht das Break angenommen. Am Anfang geht es völlig gerade und vorne hat er dann das Break. Aber es müsste trotzdem auch wieder ein bisschen mehr sein. Der muss doch links runterrollen, wenn der dann langsam wird. Na also. A brilliant roll there. It's birdie here at number two. Will certainly help the cause. That finished off for par here at the second. And he'll stay at level par. Yeah, okay. Drei Plätze gut gemacht. The third at the wetlands is 460 yards straight away. It is 460 yards. It can be chopped down a lot of different ways. 300 yard tee shot, and it's only 160. But if you're a mere mortal, 280, 180, the hole becomes that much longer, that much harder. So, also ich denke, so 3-4 unter sollten wir schon spielen, damit wir ein paar Pünktchen machen. Und jetzt ist natürlich das Spannende in dem Fall auch immer wieder das Gleiche. Wenn wir zu weit links liegen, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir hier um die Bäume rum. 150, aber wir haben dann schon ein Stück hier, ja, schon ein Stück Weg. Ich finde es interessant, dass der Wind verhältnismäßig stark ist, aber anscheinend nicht so gravierend wirklich sich auswirkt. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. So, er bleibt. Ja, doch, er bewegt sich wenig. Gut, wir sind genau in der Schneise. Das passt. Ja, aber wir sind interessanterweise nicht so lang, ne? 293, obwohl wir eigentlich so ein bisschen Rückenwind hatten. Ah, Spieth ist ein bisschen weit links. Ja, da könnten jetzt ein bisschen die Bäume im Weg sein. Ja, da bin ich mal gespannt, wie er sich da jetzt herausarbeitet. Okay, es geht ein bisschen nach oben und der Wind kommt von rechts. Eisen 8. Wenn er aufkommt, springt er auch ein bisschen nach links. Okay. Wir werden den mal etwas kürzer spielen. Dann schauen wir mal, wie er sich verhält. Also die Länge hat er und springt, ja, bleibt sofort liegen. Also das ist schon interessant. And a good iron shot, just not quite as close as what we'd all want to finish, but still. Ready for a second shot, trying to knock it on the green. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob er um den Baum herumkommt. Oh, der geht nach rechts. Er hat auch den Baum getroffen. Da ist ein Blatt weggeflogen. Okay. Ja, der war auch ein bisschen lang, der Chip. That's just okay, I'd say, but he's left himself at least a chance at a par, Frank. Come on, Rich. I mean, you're being too kind there. That's not ideal. Okay. Über links. Und wie gesagt, ich habe so den Eindruck, dass hier die Breaks nicht ganz so gut angenommen werden. Ja, doch. Okay. Ja, es sind kleine Breaks. 15 feet away. Ja, den kann er stopfen, ne? Ja. Yeah, no mistaking that one. That is a good par here at the third. And he'll stay at even par.
Sudele, wir haben noch ein bisschen über rechts. Nicely done. It is a par here at the third. And he'll stay right where he is. Wow, check this out, Frank. Par 3, fourth, 250 yards. This is a really cool hole. It is. You tee off and that tee shot right across the swampland into a crescent-shaped green. And, of course, it is protected by that bunker. That just cuts in. It doesn't give you very much depth on that middle line of the green. So if the pin's in the middle, that's when the hole plays its most difficult. Ja, interessant sind hier diese ausgefransten Bunker. Ja, oder da ist jede Menge Sand, jedenfalls auf den Bunkerkanten. Ja, okay, also mit einem Holz hier hinzuschlagen ist eigentlich jetzt, und den Ball hier zum Liegen zu bringen, wenn, dann müssten wir jetzt theoretisch hier über diese rechte Seite. Ja. Mit dem Hybrid. Okay, was kann passieren? Was kann passieren? Da vorne ist etwas kurz gemäht. Da kann er dann theoretisch hochrollen, aber es geht ein bisschen den Berg hoch. Wenn es blöd läuft, bleibt er im Bunker. Ansonsten rennt er hinten raus. Okay. So, er muss natürlich schon ein bisschen die Kurve machen, aber der ist zu kurz und der wird in den Bunker rennen, oder? Ja, jetzt liegt das so ganz komisch an der Kante, ganz schlecht. Okay, okay, was kann passieren? Jetzt wissen wir es. Ah, der geht rechts weg. Ja, auch in Bunker. Ach, ja, super. Aber rollt übers Grün. Ja. Obwohl der im Bunker war. That one not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. Now from the bunker. Just a little splash out on this par 3. Ein Bunkerschlag. Tja, wir stehen eigentlich unterm Ball. Das heißt, eigentlich müssten wir rechts anhalten, weil der müsste eigentlich nach links fliegen. Ja, wir stehen unterm Ball und eigentlich müsste er nach links rüber fliegen. Okay. Okay, not bad out of the sand, and that's what will remain, trying to grind out a par. Now from a tight lie, this his second. Aggressiv würde ich sagen, sehr aggressiv. This is a 9-footer. That's in. It is a good par here at number 4. And he'll remain right where he is. So, auch wir sollten uns bemühen, hier ein Pärchen zu spielen. Aber das sieht eigentlich gut aus, weil das ist ja fast Plan. Okay. Yeah, well done. That's in for par. And he'll stay. So, wo liegen wir jetzt nach 4 Bahnen? 79. Wir müssen unbedingt noch 2-3 Birdies spielen. Now the fifth hole here at the Wetlands. Par 5, 635 yards. A lot going on here, Frank. The shorter hitters don't really worry about the swampland on the left, because it really only cuts in to worry the longer hitters if you want to try and reach this par 5 and 2. So shorter hitters, 2 good shots, set up a wedge shot. Longer hitters, are you straight enough to hit it into the narrowest part of the fairway? Ja, die Bunker sind alle so flache Bunker, sehe ich jetzt auch gerade hier wieder. Und auch das ist mit Sicherheit kein Par 5, wo man mit dem zweiten das Grün erreicht. Wichtig ist natürlich, dass man hier sehr weit eigentlich auch auf der rechten Seite liegt, weil sonst hat man die Bäume auf der linken Seite zu dicht für den zweiten Schlag. Ja. Okay.
Naja, also viel Roll gibt es ja auch nicht. Also hier bleiben die Bälle sehr, sehr schnell liegen. Ja, Spieth macht es genauso mit der Fairway. Oh, er ist sogar ein bisschen weiter als wir. So, okay, wir haben die Bäume im Weg. Ja, super klar. Eisen 8. Ja. Eisen 8. Und dann kommen wir gerade mal hier um die Kurve rum. Wir sind zu dicht an den Bäumen. Aber okay, dann haben wir 150. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Der ist zu früh. Aber okay, wir liegen auf dem Fairway. Das passt soweit. Ja, der ist zu früh links rum. Der geht mitten rein. Ah, der geht durch. Okay. I'd also add the word short, Rich. Slow, steady and short. This is a long par 5 now. 187, Rückenwind, Eisen 7 und das dann über rechts. Das heißt, wir halten hier Mitte grün an, versuchen den noch ein kleines bisschen reinzudrohen. Und dann müsste der doch reinlaufen, oder? Ja, die bleiben alle doch sehr, sehr schnell liegen, ne? Müssen sehr weich sein, die Grüns. Interessant für Florida. To where the hole is cut, just about 190 yards, Frank. Ja, bleibt im Vorgrün liegen. Im Fringe. Aber liegt fast pin high. Guter Schlag. This will require the full attention. A huge swing left to right on this putt. Just trying to get it in there close. Oh. 10 inches nach unten. Und das ist ein Wahnsinnsbreak im Verhältnis zu dem, was wir bisher hatten. Ja, das sieht so nach so einem klassischen Break aus, wo der sofort von nach rechts vom Schläger weggehen wird beim Putten. Ja, ja, und dann müssen wir den langsam spielen, damit der ein bisschen runterkommt. Der wird da hinten dann noch ein bisschen schneller. Na, ich denke, das war ein ganz guter Putt. Oh, dann ist Texas Wedge, okay. Macht aber auch Sinn. Das habe ich mir schon gedacht, wie der ausgeholt hat. Ja, ja, das war praktisch mit dem Putter. Ein Chip. Ja, also das war jetzt schon ein dramatischer Fehler hier von der KI. Also das ist ja ein völliger Aussetzer. Und der fällt gerade so. Hm. Sowas macht einem natürlich immer ein bisschen Angst, ne? Wenn einer so Dinger da vorbeihaut. Ja, der Schatten ist schon irritierend. Right where he is.
So, aber auch hier gilt, wir müssen unsere Birdie-Chancen nutzen. Two choices here, Rich. Lay it up, short of the wetlands, or, well, chance it, brave enough, tee it up and flash it across the wetlands to just a mere short iron into this lengthy par 4. Ja, das ist wieder ein spannendes Par 4. Wie er sagt, man muss sich hier entscheiden, ob man vorlegt oder ob man versucht, hier drüber zu kommen. Ja, wobei ich, ja, okay, ist natürlich klar, ne? Wenn wir vorlegen, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir hier zum Liegen kommen. Und dann haben wir hier 221. Das ist natürlich dann für den zweiten ein Wahnsinnsschlag. Ja, stark. Echt starke Bahn. Okay. Das ist gerade so, was wir zurzeit Carry schlagen, ne? Ja, weil... Und dann haben wir noch so ein bisschen Wind von... Ja, ja. Okay. Eisen 5. Und er sollte wirklich dann hier irgendwo zum Liegen kommen. Ja, ja, der macht nicht viel Meter, das ist klar. 240 noch zum Loch, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich entscheidet, ob er mit dem Driver versucht, tatsächlich drüber zu kommen. Oh, oh. Gerade so, gerade so. Also wenn es die erste Runde gewesen wäre und wir hätten 4 Runden zu spielen oder zu gehen, dann hätte ich es vielleicht auch mal probiert. Aber jetzt bei einer einzelnen Runde. Hybrids. Gut, das sind ja keine Bunker hier. Wir können den Ball eigentlich reinrollen lassen. Ja, der ist... springt der rein? Der rollt halt wenig, ne? Ja, rollt halt einfach wenig. Das ist schon interessant hier. Down on the course, let's check in with Nota Begay the third. 151 yards to the hole. Hole cut right in the middle. Ja, schade, dass er nicht einen Putter genommen hat. That's a decent sized green. It's not bad. Just a little past the hole. Ja, it's not bad, man. It's not bad. So, sollen wir den pitchen oder sollen wir den wieder einen Flop? Einen Flop. Ja, geht wieder extrem nach links. Spannend, sehr, sehr spannend. Here's Jordan for birdie. Aber ich denke, gepitcht hätten wir den auch nicht viel näher rangebracht. Fällt schon wieder über die linke Seite rein. So, über die linke Seite. Aber wie gesagt, das ist merkwürdig hier mit den Breaks. Ich würde ja sagen, dass der ein bisschen mehr breaken müsste. Nicely read there. It is a par here at the sixth. And he'll stay right where he is. Ja, ich glaube, mit dem Pärchen können wir ganz gut leben. Aber wir brauchen unbedingt noch ein paar Birdies. Also mir ist es ein bisschen schleierhaft, wie hier jemand 10 unterspielen kann, weil die Par 5 sind jetzt keine klassischen Birdie-Löcher. Also hier wirklich mit dem zweiten aufs Grün zu kommen, um hier eventuell einen Eagle zu spielen, das erscheint mir schon ein bisschen schwierig. So, das nächste Par 5, da wäre jetzt eine Option, 500 und etwas mehr als 80 Yards. Ja,
Da kann man jetzt eventuell mit dem zweiten das Grün erreichen. Aber ich finde wirklich, dass die Drives hier alle ein bisschen kurz sind. So, der Wind geht in die Richtung. Okay. Ja. Obwohl. Ja, wir können eigentlich auch wirklich Mitte Fairway. That's up in the wind, maybe drifting a little left. Na, ich wollte es gerade sagen. Oh, da liegen Äste auf dem Fairway. Land it in the fairway, get a little bit of rollout, and that is a good shot. Ja, da war anscheinend mal wieder ein kleiner Sturm. Now from way back, better than 300 yards, a second to the par 5. Oh, der geht aber rechts weg, oder? Also dafür, dass die Fahne auf der linken Seite steckt. Aber gut, er hat ja auch gar nicht wieder die Länge gehabt. Also das macht mir schon ein bisschen Sorge hier. Now from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. Okay. Ja, eigentlich nur mit dem Holz draufschlagen und schauen, was passiert, ne? Ja, macht ein bisschen Kurve, wird aber Mitte grün landen, oder? Ja, rollt gerade so mal aufs Grün. Gerade so, aber da können wir auf jeden Fall jetzt einen Birdie spielen. Da haben wir jetzt eine Birdie-Chance. A really good shot on it, too, on this par 5, but work's not done yet. I'm a tough taskmaster. If he makes the putt, or at least gets down in two, then I'm going to congratulate him on this. Ah, guter Pitch. Solider Pitch. Okay, not too bad there. Two putts likely all he's looking for. This an extremely long look at eagle. Ja, ein Eagle würde uns jetzt gut zu Gesichte stehen. Aber ich sehe es gerade wieder. Es geht 2 Fuß nach oben. 2 Fuß nach oben. 2, 4. 2, 4. Okay, das ist die Länge, die wir auf jeden Fall spielen müssen. Das Ganze fällt permanent von rechts nach links. Ja, da vorne geht dann die Welle hoch bei 2/3. Da geht es ein bisschen wieder rechts rüber. Und oben geht es aber auch wieder ganz leicht. Okay. Ja, am Anfang ist er schnell unterwegs. So, jetzt müsste ein bisschen nach rechts brechen. Ah, ich würde doch sagen, guter Putt. Are you kidding? That is exceptional from that distance. That is worth a wow. This will slide a bit right. It's for birdie. Über links und er spielt natürlich das Birdie. Ah, yes, runs that one right in. It's a birdie here at the 7th. Will certainly help the cause. Trying to generate some momentum here at the 7th hole. This for birdie. Ja, es geht ganz schön nach unten. Und es bricht auch ganz schön. Aber wir haben unser Birdie gespielt. Und das sollte uns jetzt ein bisschen nach vorne bringen. Naja, ein bisschen, ne? Also 75 ist eigentlich, glaube ich, so der Cut. You like this hole, Frank? I do actually, but you have to have a little look at your yardage book, because that front bunker will make this hole look a little shorter to the eye than actually what it plays. Green gets a little narrow as it gets deeper, but flat and well, I wouldn't say easy. Three here, not too bad. Oh, ein blindes Grün. Ein paar 3, 221 Yards und man sieht eigentlich das Grün nicht. Das macht es schon schwierig. Und dann spielt er eine Wahnsinnskurve. Okay. Die Fahne steckt hinten drin. Das macht es eigentlich nicht so schwer. Oh, interessant. Bunker mit Gras. Certainly had enough power, just didn't have any touch. Okay, den müssten wir eigentlich... Ach ja, okay, weil da die Bäume sind, ne? So, Eisen 4. Ich denke, ein 5er sollte reichen. Weil wir ja auch Rückenwind haben. Und wir müssten ja hier über die Bäume rüberkommen.
So, ein bisschen höher. Ja, der macht nicht ganz die Kurve, wie ich sie gerne hätte. Aber jetzt wäre es wichtig, dass er einfach liegen bleibt. Okay, komm, bleib liegen. Sit. Sehr schön, dann können wir putten. So, John, jetzt zeig mal dein Bunkerspiel. Line may have been a little more sunken in than we had thought, but all in all, not a bad shot out of the bunker. A look here at birdie. And this may go just a fraction to the right, but otherwise it's flat and it's makeable. Absolut, ja. Das ist jetzt wieder genau die Sache. Es ist eigentlich so gut wie kein Break. Vorhin ist er uns praktisch geradeaus durchgelaufen, aber jetzt haben wir natürlich eine Länge von 18, 19 Fuß und da muss ich doch was tun auf der Länge. Ah, jetzt geht er gleich rechts weg. Ah. Ja, das war eine gute Chance. Okay, good roll there. It is a par here at the eighth, and he'll remain at one under par. Ja, war ein bisschen ärgerlich, weil er im Prinzip sofort, also er war, wie man so schön sagt, wieder nicht auf der Linie. The ninth hole, Frank, is a muscular par 5, 621 yards. You see why your length is a huge advantage of this golf course, just under 7,700 yards. This hole here, another example, good tee shot, perhaps think of going for the par 5 and 2, but a great collection of three bunkers. That sort of annoy you with your layup there. Got to make sure you avoid all of those to leave yourself a nice little wedge shot in here if you can't reach it in two. So, also muss ich aber gerade mal kurz auf die Scorekarte gucken. Kann das sein, dass wir jetzt tatsächlich hier das vierte Paar 5 haben? Just what you want at this point. So, was haben wir noch zum Grün? 339, okay. So, jetzt muss ich doch mal schauen. Par 5, Par 5, Par 5, Par 5, Par 3, Par 3, Par 3. Aha, okay. 37, 35, also trotzdem ein Par 72. Und dann haben wir aber trotzdem auch auf dem Back 9 haben wir auch zwei Par 5. Und drei Paar 3. Und auch hier hatten wir auf den Front 9 drei Paar 3. Also die Paar 4 gibt es hier sehr, sehr wenige. Okay. Wie sieht es denn auf dem Leaderboard aus? Der Führende ist im Clubhaus mit minus 10. Okay, da hat sich da vorne gar nichts mehr getan. Ja, doch, da ist noch jemand unterwegs. Da ist noch jemand unterwegs. Nick Hardy mit minus 7. Okay, aber wir gehen mal davon aus, dass die minus 10 stehen. Und was müssen wir spielen, um, sage ich mal, 48. oder so? Ja, wir sollten schon schauen, dass wir irgendwo in die minus 3 kommen. Ja, Dylan Fritelli, geteilter 43. mit minus 3, ist an der 13 und Max Homer an der 12. Also da sind noch ein paar dabei, aber wir sollten auf jeden Fall minus 3, minus 4 wäre natürlich super, damit wir Punkte machen. So, das ist ebenfalls jetzt wieder ein Paar 5, wo nicht damit zu rechnen ist, dass wir mit dem zweiten aufs Grün kommen. Dafür ist es auch wieder ein bisschen zu lang. Er geht gleich nach links weg. Naja, okay. Auch der wird nicht viel rollen. 279 in der Luft. Ja. Und dann immer nur ein paar Meter da noch Roll. Das ist schon interessant. Still well over 300 yards to the flag, so getting this to a good number, the key here for his second. Ja, bleibt sofort liegen. Also für ein Holz schon spannend. Oder war es ein Hybrid? Okay. Einfach hier rechts rein, weil dann rollt er sowieso links runter. Und dann können wir eventuell pitchen.
Ah, der geht schon ziemlich nach links. So, ich hoffe, er springt ein bisschen. Er bleibt sofort liegen. Da geht gar nichts. Der macht keine Meter. Every bit of that three-way trying to get home to this par 5 and 2, but still in the ball game for a birdie. Als wären ja die Fairways aus Schaumstoff. Oh ja, okay, wir sehen, wie das Spin. In Golf, you know, you've heard the term mulligan. You'd love that a do over there, wouldn't you? I mean, that's just, that's very poor from that range. 60er mit Finesse, okay. Der wird sowieso wieder deutlich zu kurz sein, höchstwahrscheinlich. Also vorhin war er ja deutlich zu kurz. Oh, das gibt's doch nicht. Warum habe ich hier so viel Spin drauf? Und das war ein Finesse-Schlag. Tja, das ist jetzt spannend. Das ist eigentlich ein plattes, ein völlig ebenes, plattes Grün. Okay. Also wenn, dann bricht das da vorne ein ganz kleines bisschen rüber. What a stroke there and a most unexpected birdie. So, das war jetzt ein bisschen der Ausgleich für vorhin das Par 3. Right down. That goes down for a birdie. So, 62. jetzt. We begin the inward nine at the wetlands with the lengthy par 3 10th. 246 yards, three bunkers protecting the front of the green, and anything long or left has a chance to be wet. Was macht denn er? Oh, 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 oh. Das ist schon spannend. Das ist schon interessant, was er da spielt. Also wir werden das Eisen 4... Ja, wir haben Gegenwind. Aber nach dem, was ich jetzt gerade gesehen habe, das macht mir ein bisschen Angst. Gegenwind... Mit einem Fade hoch anspielen. Ja, der geht jetzt richtig nach rechts. Und wenn der aber aufs Grün kommt, komm, spring. Ja, okay. Aber... Not on the green, but not a terrible spot either. Sitting up in the short grass. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er spielt. Okay, er spielt den. Okay, okay. Ich dachte, der wäre im Aus, oder? Unspielbar. Second shot now, here at the par 3. Ein Fuß runter. Oh Mann. So. Aus dem Fairway. Da müsste er ja eigentlich... Ja, die Frage ist, was macht, wie rollt er hier weg? Ja, man müsste den eigentlich schon chippen, ne?
Komm, bleib. Jo, okay, ich glaube, das war ganz okay mit dem Texas Wedge. Okay, that's probably about what you'd expect from a wedge, so that's in the acceptable range. Ja, klar, den versenkt er. Nein. Oh, boy, that was a good stroke. That definitely threatened the hole, but just did not want to go in. Just 5 feet left. Ups, nee, stopp. So. Safely in. It's a par here at the 10th. And he'll stay at 2 under. So, er hat sich das Bogey redlich verdient. Okay, that one in for a bogey here at 10. And that's going to drop him to 2 under. So, immer noch 60. 62. Frank, what's the best way to play it? Nice straight drive off the tee, then really reduces this par 4 to size. Then those bunkers, short and left, don't really cause an issue. Green's a little tiny though, but even if you miss that green a little bit on the right side, it's a relatively simple chip. So, wir haben wieder mal die Ehre und 437 Yards, mal ausnahmsweise ein paar 4. Okay, der Wind drückt den, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da oben ein Problem kriegen. Ob wir da oben ein Problem kriegen. So müsste es doch passen. This one starting a little left off the tee. So, jetzt rollt er mal ausnahmsweise ein bisschen. Good balance, good follow through and a good start to this hole. Der ist gut. Mitte Fairway. And that's going to wind up in a great spot. Left center of the fairway. Freeze at his back shoulder as he lines up his second from the fairway. Das Schöne an Jordan ist ja, oh, Herzschlagmoment. Herzschlagmoment von Jordan. Spielt er jetzt einen Eagle? Oh. So. Nota, this is second. 152 to the hole. Player has to contend with this left to right breeze. So, ich wollte noch sagen, das Schöne an John ist ja, dass er relativ oder zügig spielt. So. Ja, wir müssten da ein bisschen dagegen drücken, aber die Frage ist halt, was passiert? Dass, wenn er rechts vom Stock liegt, dann ist es auf jeden Fall ein Bergab-Putt. Jo. Eisen 9 müsste ja schnell liegen kommen, vor allen Dingen bei den Grüns. Kommt er zum Stock? Und bleibt sofort liegen. Yep. No, excellent shot. I love it when it's the right distance. This one just a little to the right. Nothing wrong with that. Ach du Schande. Ja, da hat's John jetzt einfacher. Okay. So, wir haben 4 inches down. Ja, sauber. Ja, bei dem Dingens, das ist schon ein ordentliches Break. Ja, das sieht man, wie er richtig nach rechts weggerollt ist. Ja, ich war halt schon ein bisschen vorsichtig. Ich wollte halt auch nicht, dass er zu sehr übers Loch hinausrollt, im Zweifel.
So, auf die Entfernung sollte er doch eigentlich gar nicht breaken. So that rushed in for par here at 11. And he'll remain right where he is. You bet. A birdie here at the 11th. So, das hat er sich verdient, auf jeden Fall, mit so einer Annäherung. Top. Up next, the first par 5 of the back 9 here at the Wetlands, the 576-yard 12th wide fairway with no real trouble off the tee. So, it is a good time to let it rip. So, das nächste Paar 5. Beautiful tempo to that swing and this is going to wind up squarely in the fairway. So, man sieht dann auf jeden Fall, dass es von links nach rechts fällt, das Fairway. Also das heißt, man kann ja gerne ein bisschen weiter links reinschlagen. Ja, muss man auch fast. Ja. Ein bisschen weiter links, damit man auch einen besseren Winkel hat zum Stock. Okay. Good work off the tee here. That is safely into the short grass, just left of center. So in the fairway, but a pretty good number to carry here for a second. To the par 5. 280 Yards noch. Ja, gleich rechts, flach rechts weg. Ja. Der geht am Bunker vorbei. Okay, das hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in really good position here on the par 5. Ja, aber wenn er gerade bis zum Grünanfang kommt, dann müssten wir eigentlich das schaffen können. Natürlich dann über links. Ja, über links. Tja, die Frage wird halt sein, reicht das Hybrid? Rollt er dann drauf? Normaler Approach. Ja, ja, ich würde dann lieber den normalen Approach spielen, nicht den Power Approach. Damit wir den hier sauber reinspielen können. Noch ein kleines bisschen mehr Kurve, aber auch ein bisschen höher. So, wo kommt der auf? Da kommt er auf und rollt aufs Grün. Dann können wir zumindest putten. Sehr schön. Okay, wieder mal das Grün erreicht mit dem zweiten. Happy with that one on the green and two, but a long ways. Frank, he'll need to refocus immediately because that's not a guarantee. Two putts from that distance. Exactly, Rich. No time to celebrate right now. Grind on that first putt. Get it inside that magic circle. At least try and guarantee a birdie. This may be an eagle putt in name only, a long one forthcoming here. So, was haben wir? Ein Feet down, ne? Ein Fuß runter. Das war vorhin hier ungefähr hier. So, das Ganze bricht die permanent nach links. Ja, das werden wir spüren, wenn er hinten langsamer wird. Aber so viel langsamer wird er ja nicht, da er ja praktisch kontinuierlich den Berg runterläuft. Okay. Oh, der ist schnell. Ei. Der rollt diesmal richtig aus. Okay. Scheibe. This now for birdie at 12.
Well, and he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Ja, leichtes Break und kriegt den rein, natürlich, klar. Oh, yes, plenty of pace to get up. Über rechts. It is in for a birdie. So. Definitely not say no to that. So, für uns geht's ein bisschen berghoch. Bei uns ist eher dann über links. Die Frage ist wieder, wie viel links. Komm, das ist sauber. Okay, that'll help the cause. It's a birdie here at number 12. Will certainly help the cause. So, jetzt sind wir ungefähr da, wo wir hin wollten. Minus 3. Frank, what are the options here? Well, another straight one required here, Rich. It's 450. It's not overly long in today's standard, but still, that fairway widens up where the longer hitters will actually hit. And bunkers, once again, short of a green. So as long as you can fly that second shot to at least the front of the green, then they really do not come into play. Jordan hat immer noch die Ehre, darf also abschlagen hier an der 13. Ein paar 4. Oh, der fliegt aber wegen. Ja, okay, rechts ist jede Menge Platz. Breite Fairways teilweise. Solid, good drive in the fairway. Ja, ja, wir schauen, dass wir viel weiter nach links kommen. Ja, okay, wir haben auch ein bisschen Gegenwind. This started toward the left side. He just keeps motoring right along. Another good tee shot right there. He'll be factoring in this breeze in his face as he sets for a second. Oh, der sieht wieder gut aus. Backspin, oder? Der spinnt wieder. Ja. Oh, just needed that little bit more. I know it's 10 feet, but come on, I want it a little bit closer. Eisen 9. Side of this fairway, he'll look over his second. Eisen 9, Wind von links. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie sich das hier verhält mit dem Grün. Ah, das wäre dann auch wieder so ein flaches Grün. Das heißt, je näher wir hier drankommen, desto besser. Okay. Ein bisschen Approach mit etwas höher angespielt. Ja, der ist wieder zu kurz, oder? Well, he'll be disappointed, no doubt. Your swing didn't quite look right on that one. Ja, da werden wir aber unser Texas Wedge nehmen. Weil Fairway, okay, das ist ja alles so. Und das geht ein bisschen bergab. Jetzt schauen wir mal. Ganz leicht bergab. Wenig Break. Ja gut, das ist natürlich immer das Thema, dass man nicht weiß, was er hier vorne macht im Fairway. Ja, der geht sofort links. Ja, und dann nimmt er das Break halt doch an. Schade, schade, schade. Da waren wir einfach zu kurz mit dem Neuner. That's why you use the putter when you can. That's almost flawless touch right there. Ja, wir hätten halt von vornherein doch gucken sollen, dass wir hinterm Stock zum Liegen kommen. Das wäre clever gewesen bei dem flachen Grün. Okay, safely in for par here at 13. And he'll stay at minus 3. Ja, gut, wir haben ja noch 1, 2, paar 5. Aber das war jetzt hier schon eine gute, gute Chance eigentlich. Eisen 9 und flaches Grün. Da hatten wir eigentlich eine sehr gute Chance, den Ball schön aufs Grün zu legen. Ja,
And this is where you have to readjust your focus. If you start looking right or left of this green, you see all the problems that could come in and prevail. Instead, just look at that front bunker. Try and fly your tee shot over that, somewhere around the front edge of the green, maybe 3 or 4 yards on, and then the hole becomes that much easier. Ja, Spieth war schon das letzte Mal sehr häufig im Bunker. So, auf der einen Seite haben wir den Wind von rechts nach links, aber wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir den Ball da reinfaden. Das bietet sich hier einfach an. Dann sehen wir, dass wir hier, glaube ich, ein Plateau haben. Eisen 5. Hoch angespielt. Sollte doch eigentlich reichen. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Also ein Eisen 4 würde ich jetzt hier nicht spielen wollen. Wir werden den Ball reinfaden. Ja, ich glaube, der geht mehr Richtung Stock. So, und jetzt liegen bleiben. Okay, dann sind wir oben auf dem Plateau. Okay, maybe not ideal, but pin high to the left and a decent look for birdie coming up. And an awkward little bunker shot. Just splash it out, let the ball run towards the flag. Okay, guter Schlag. That is a good looking pass out of the bunker right there. Got that to stop in a good place, leaving just a few feet for par. This for birdie now at 14. Well, I've really been impressed with how he's handled the speed on the greens, but this one is going to be a tester down the hill. Ja, genau, da sind wir nämlich gerade im Thema. Das ist ein ganz schönes Break wieder von links nach rechts. Das wird wieder genauso laufen wie vor zwei Bahnen, dass der uns richtig nach rechts wegrollt, wenn wir zu langsam sind. Ja, der ist uns vorhin gleich unten durchgerannt. Ja, wir machen noch ein bisschen mehr. Ja, jetzt ist er zu weit oben. Okay. Ja, ist schwierig. Das sind immer ganz, ganz schwierige Putts natürlich, so Bogenlampen. Okay, good putt and a par here at 14. And he'll remain right where he is. Weil natürlich logischerweise ja durch das Break der Ball extrem und dann eine Kurve macht. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Es geht bergab. Und es hat einen Break. No issues there. It is a par here at 14. Wir dürfen uns keinen Bogey erlauben, weil sonst sind wir aus den Punkten. 51. Ja, das wird nicht viele Punkte geben, aber... Ja, okay. Klar. Keine Bunker, kein Wasser, nichts. Man hat also Platz für den Drive, aber man muss den natürlich schon gut und weit platzieren. Denn auch hier gilt wieder, mit dem zweiten aufs Grün kommen wird schwierig. Ich glaube, das Ganze steigt leicht an. Ja, das sieht man. Da ist eine ganz schöne Welle drin. Also das heißt, da rollt überhaupt nicht. Und dann hat man natürlich einen Bergaufschlag. Okay. So. Was bietet er uns denn noch an? Ja. Okay. So. Ja, wir gehen über die linke Seite. Und vielleicht mal ein bisschen flacher. Mal schauen, ob er dann ein bisschen mehr Roll hat. Ja, zieht es auch sofort nach rechts. Aber wie gesagt, wir haben genügend Platz.
So, naja, der rollt überhaupt nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer hier als erstes schlagen darf. Oh, wir. Gonna take a big poke to get there, but a chance with his second to the par 5. Haben wir Approach Holz 3. Im Prinzip ist es gerade egal. Da vorne ist jede Menge Platz. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht in dem Bunker da landen. Und wir haben ja jede Menge Wind. Okay, dann gehen wir hier direkt auf den Bunker. Ja, wir stehen auch ein bisschen überm Ball. Ja, macht wenig Kurve. Aber sehr gut, genau zwischendurch. Das passt soweit. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. So, war das auch ein Holz fürs Jordan? Ja, platzierten weiter rechts, ist klar. Macht das Sinn, da hat er noch einen besseren Winkel. Ein bisschen mehr Grün zum Anspielen. Solide, würde ich sagen. Solide. Okay, einen Pitch will ich eigentlich nicht machen. Ja, der Flop kommt nicht hin, ne? Ja, der Highflop hat einen... Okay. Der normale Flop kommt nicht hin. Der Pitch. Er würde dann nach rechts springen. 29. Wir müssten dann halt ungefähr bei 20. Okay. Bei 20 und ein bisschen höher. Ja, der macht wieder kaum Meter, ne? Ja, ist schon interessant, ist schon interessant. Now speak with this. It's for birdie. Ja, optisch sind wir eigentlich ein wenig weiter weg, habe ich so den Eindruck. Na ja, klar. Oh, yes, a perfect putt there. It is in for birdie here at 15. And he will definitely not say no to that. So, es geht ein bisschen berghoch. Wir haben etwas Break. So, diesmal gehe ich davon aus, dass das Break mehr annimmt. Er geht wieder rechts vorbei. Mann. Ich komme mit diesen Grüns hier nicht zurecht. Ich habe echt Probleme ein bisschen mit diesen Grüns. Also das ist... So. Yeah, good putt. That's in for par here at 15. And he'll remain right where he is. Ja, ist ja nicht so, dass die Bälle überhaupt nicht fallen, aber es sind immer so knappe Dinger dabei und mal ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Schwierig einzuschätzen. So, schauen wir, dass wir wesentlich noch ein Birdie noch irgendwie dazwischen kriegen. 16, 17, 18. Ich glaube, ein paar 5 ist nochmal dabei. Jetzt haben wir erstmal ein paar 4. Ja, da geht es noch ein bisschen runter. Kann man noch ein paar Meter machen. So, je weiter man rechts ist, desto weiter ist es natürlich, bis diese Welle kommt. Okay. Okay, das heißt, wir gehen mal ein bisschen weiter links. Schauen wir mal, ob wir in die Welle reinkommen. Oh ja, diesmal sind wir ein bisschen weiter als er.
Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fun. Wieder keine 300. All on a bit of a downslope here as he ponders his second. Ja, solide. Mitte grün, fast pin high, sauber. Good shot again there. Well thought out. Landing the ball short, letting the ball run onto the green. And inside, well, I'd call that a birdie putt. So that's birdie range. So, jetzt schauen wir mal. Eisen 9. Ja, okay. Das wäre dann bergauf. Und wir haben ja doch ganz schönes Break. Wenn wir den halt wirklich pin high kriegen, dann ist es ein bergauf Putt mit wenig Break. Wir haben etwas Gegenwind. Ja, jetzt ist er wieder zu kurz und zu weit rechts. Und spinnt auch noch. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. A birdie putt now at 16. Yeah, and over a putt like this, you really got to trust the fact you've banked the practice, you trust the process, and certainly trust the line. So, wenig break eigentlich. Ja, der wird halt nicht an Tempo verlieren, weil es bergab geht. Ja, komm, 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 komm. Sauber, endlich. Ja, man muss nur lang genug jammern. Nur lang genug jammern, dann fällt auch mal wieder einer. Schiebt er den vorbei? Okay, that'll be a par here at 16. And he'll remain at 400. Par 3, Par 4, kommt gar kein Par 5 mehr. So, 40er, das war so ein bisschen unser Ziel. Longish Par 3 here at the Wetlands. This one, the 238 yards, 17. A bunker on either side of the green. The tee shot fits a golfer that can shape it a bit from right to left. Ja, das ist auch wieder so ein schönes Draw-Loch. Und ich glaube, Spieth ist nicht so der Drawer. Okay, Hybrid. Nein, Eisen 4. Auch wenn wir gegen den Wind Hybrid. Jetzt überlege ich gerade, haben wir vorhin das Hybrid auch zu lang geschlagen? Nein, vorhin war das Hybrid überhaupt nicht zu lang. Nee, das war überhaupt nicht zu lang. Wenn wir es hoch reinspielen mit einem Draw. Hoch reinspielen mit einem Draw. Ja, dann sind wir zumindest auf dem Grün, ne? Sehr schön. All right, you don't have to catch it on the middle of the face every time. That's on the middle of the dance floor and a birdie putt coming up. So, jetzt bin ich mal gespannt, was John macht. Ob das bei ihm ein Draw wird oder ein Fade. Ich meine, der Stock ist... Ah, er spielt den Draw. Sauber. Aber zu lang, ne? Der rennt hinten rein. Ah, dann nochmal Glück hier. First Cut. Now a second to this par 3. This would be a big bonus if it went in, more than likely just trying to get this one close.
So, 5 Inches nach oben. Über rechts. Ja, das ist ein kleines bisschen mehr als vorhin, würde ich sagen. Und es geht halt berghoch. Das heißt, der wird dann sehr schnell langsamer da vorne. Aber entscheidend ist eigentlich, dass wir auf jeden Fall hier das Pärchen spielen. Tempo war sehr gut. Tempo war sehr gut. Der kommt nicht mehr rum. Nee, das... What a putt right there. The speed was spot on. Just a fraction offline or that would have gone down. Okay, ein bisschen bergab. Es bricht etwas nach rechts. No problems there. That's a par here at 17. And he'll stay right where he is. Ja, Jordan wird hier wieder einen Schlag verlieren. That one finished off for bogey here at 17. And that's going to drop him back to 4 under par. So, wir gehen mit der Ehre aufs letzte Loch. 39. This is the 18th hole. And on paper, it looks like you can get this one. You can make a birdie because it's only 377 yards. You're exactly right, Rich. Just a nice drive. Doesn't even have to be a driver here. It's going to set you up really short iron wedge into this short par 4, and well, I always like to finish on a birdie. I know you do too, because a little walk to the clubhouse there on the left, maybe a hot dog or a hamburger. So, das ist jetzt mal ein erfrischend, ich sag mal Anführungszeichen, ein erfrischend kurzes. Ja, aber ich will eigentlich auch nicht zu kurz sein, aus dem Grund, weil sonst spielen wir wieder ein Wedge und das hat ja Spin hier drauf ohne Ende. Und das will ich eigentlich vermeiden, den sauber hier ins Fairway spielen und dann mit einem 9er oder mit einem P. Das müsste es doch sein, oder? Dann spielen wir den einfach ein kleines bisschen kürzer. So, der rollt wieder. Dann haben wir noch was? 116. Jordan wird den Driver nehmen, oder? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, der ist straight. Der geht gerade. Okay, das passt soweit. Ja, guter Drive. From an ideal location, middle of the fairway, this is second. 154 Approach. Finesse 50er. Wir haben Rückenwind. Ich habe trotzdem den Verdacht, dass der zieht, dass der Spin drauf kriegt. Und im Prinzip sind wir ja auch immer zu kurz mit dem Schläger. So. Jetzt schauen wir nochmal. Naja gut, das ist jetzt kein flaches Grün, also da ist es dann Kopfspeak-Sprung, es fällt nach links und es geht bergab. Also da ist es gerade egal, wo man liegt. Hauptsache wir liegen auf dem Grün. Nee, oder? Ich glaub's einfach nicht, jetzt fliegt der zu weit. This is why you practice these shots from under 100 yards. You've bombed your drive. Now it's time for the touch shot. Zip one in there close. Ja, das ist genau das. So hätte ich mir das eigentlich für uns vorgestellt. Right in the heart of the green. Mann. Gut, 16. Wie gesagt, vorhin hatten wir auch das Thema, dass der wenig gerollt ist. Ein Pitch.
Okay. Okay, damit bin ich zufrieden. Here's Jordan for birdie. Ja, und wieder mal über die Kante rein. And that will write an end to the round here today. Tja, wäre natürlich cool gewesen, wenn der Pitch hier reingegangen wäre. So, okay, so that will wind up a par at the last, and that's going to wrap up our 18 holes of golf. So, wir bewegen uns noch ein bisschen hier, Platz, ja, da gehen noch einige vor uns. So, Frank, for our featured golfer, they came roaring out on this Sunday. It won't be enough to place him too high on the leaderboard, but a terrific final round nonetheless. Certainly, and I want to re-emphasize what you were saying though, Rich. Sunday, it's so important because when you can close, and irrespective of the position they finish, but you're learning to close. That was the key today. So for Frank Nabilo, Nota Begay III, Iona Stephen, and a cast of hundreds, I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone. So, das war's also. Unsere Runde hier, die Florida Classic Finale Runde zusammen mit Jordan Spieth waren wir unterwegs. Wir spielen 4 unter, Jordan 5 unter. Ja, nach einem holprigen Start muss man sagen, wir schauen nochmal hier mit dem Bogie gleich an der 1. Ist es dann uns doch gelungen, mit 5 Birdies hier zumindest unter Par zu spielen. Interessant fand ich es jetzt auf jeden Fall, dass wir im Leaderboard, wo wir glaube ich irgendwo 40. waren, dann doch sehr, sehr weit dann noch runtergerutscht sind. Also das finde ich immer interessant, was hier der Computer noch macht und wie viele hier anscheinend dann immer noch auf dem Platz unterwegs sind. Aber wir sehen, mit minus 10 hätte man dieses Turnier gewinnen können. Jetzt interessiert mich gerade, wo denn Jordan mit minus 5 liegt. Geteilter 33. Okay, das sind 20 Plätze Unterschied dann. Klar, da hat er sich dann nochmal mit diesem Birdie nach vorne gespielt. Okay, okay, okay. Yep. Dann wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze jetzt, wie sich das Ganze jetzt dann noch hier bei uns auswirkt mit den Punkten. Also wie viele Punkte es denn jetzt letztendlich gegeben hat bei der Wetlands Golf and Country Resort hier. Jetzt nicht die Rewards, sondern natürlich die PGA Tour. Die FedEx Cup Punkte. So, okay. Ja, wir haben uns qualifiziert, das war mir soweit klar. Für die Arnold Palmer Invitational. So, jetzt sehen wir das. Ich habe mich übrigens vorhin oder letztes Mal im Video auch ein bisschen geirrt, weil man sieht es natürlich in den Ergebnissen. Und zwar haben wir in der Woche 5 bei dem, nee, hier war es, bei dem zweiten Platz, für den zweiten Platz haben wir 208 Punkte gekriegt. Und bei dem Turnier Woche 3, da sind wir wie viel da geworden? Da sind wir auch Zweiter geworden. Da haben wir 300 Punkte bekommen bei der AT&T Pebble Beach. So, genau. Das war das Turnier, die Farmers Insurance, wo wir gar keine Punkte bekommen haben. Sozusagen den Cut nicht geschafft. Hier gab es 300 Punkte. Hier haben wir für den geteilten Zweiten 208 Punkte bekommen. Dann natürlich ein Turnier gewonnen. Und da, das war eben dieses Genesis Invitational, wo es auch ein paar Punkte mehr gab, nämlich 550 anstatt der sonst üblichen 500, wie eben bei der Florida Classic. So, und wir haben noch gemacht 4 Punkte. 4 bescheidene Pünktchen haben wir noch gemacht mit dem 54. Platz. Das war mir jetzt mal wichtig zu sehen, wie viele Punkte es da nach unten gibt. Natürlich, klar, man muss sich ja ordentlich nach vorne spielen. Das ist wichtig, immer in die Top 10 eigentlich zu kommen. Okay, nächste Woche ist dann die Bay Hill Club and Lounge. Der Platz ist dann dran in Orlando und da werden wir die Arnold Palmer Invitational spielen. Presented by Mastercard. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz hier rein in die FedEx Cup Rankings. So, also die anderen haben sich da jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Wir führen anscheinend immer noch ordentlich mit 961 Punkten Vorsprung.
Und 1562. Jetzt bin ich mal gespannt. World Ranking 8,7. Okay, Scotty Scheffler haben wir eigentlich nie gesehen in den Top 10. Also das finde ich schon interessant. Mit Xander haben wir jetzt mal gespielt. Mit Sung Jae Im haben wir gespielt. Mit Matsuyama haben wir gespielt. Und mit Jordan Spieth haben wir jetzt, glaube ich, schon zweimal oder dreimal gespielt. Interessanterweise. Aber noch nicht mit Scotty Scheffler. Das wundert mich jetzt ein kleines bisschen. Okay, Freunde. Das soll es also wieder mal gewesen sein hier für EA Sports PGA Tour. Wir haben die sechste Woche hinter uns gebracht, liegen immer noch wunderbar im FedEx Cup und werden dann das nächste Turnier, die Arnold Palmer Invitational, spielen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage recht herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden Farmer.